Was du in diesem Leben nicht sofort tust, wirst du nie mehr erledigen. Er hat ganz viel erledigt. Charles Schumann, Deutschlands berühmtester Barkeeper. Zur Schule geht er in einem Jesuiteninternat. Ein paar Jahre später führt er eine Stripbar. Ein hervorragender Koch ist er auch. Eckart Witzigmann ist ein Fan von ihm. Nebenbei weltberühmtes Model und studierter Zeitungswissenschaftler und Politologe. Außerdem leidenschaftlicher Boxer mit 70. Und König in seinem eigenen Reich, seiner Bar, dem Schumanns. Die beste Bar der Welt ist für mich die Bar, die seine Stammgäste seit ewig hat, wo alles selbstverständlich ist, wo die nicht versucht, die beste Bar der Welt zu sein. Also wir sind nicht die beste Bar der Welt. Und ich bin auch nicht der beste Barkeeper der Welt, ja, sondern vielleicht ein bekannter Barkeeper. Ein ganz normaler Abend im Schumanns. Chris Derkon ist da, bald Chef der Londoner Tate Modern, eines der wichtigsten Museen der Welt. Jens Lehmann, Ex-Nationalkeeper, sitzt auch rum. Das Spiel der Nacht. Prominenz, Pose, Geist, Geschwätz. Und Durst. Und gelegentlich feine Pöbeleien vom Chef. Ich habe mich ja immer, Gott sei Dank, oft sehr klar ausgedrückt, manchmal falsch. Aber ich habe schon gesagt, du bist ein Arschloch, geh woanders hin oder schleich dich jetzt. Würde ich heute nicht unbedingt machen. Also, da muss mich jemand schon sehr nerven. 30 Jahre Schumanns. Die 12 Ender der Kulturszene haben hier ihr Wohnzimmer. Bernd Eichinger. Wolf Wondracek. Ein großer Dichter und ein großer Poser. Boxspezel von Charles. Mick Jagger war schon hier. Und Robert De Niro. Da war der Charles aber nicht da. Er war müde und hat den Weltstar verschlafen. Auch wurscht. Wenn ich jetzt mal spontan sage, die wichtigste Figur, die hier war, in meinen 30 Jahren, das war nicht Mick Jagger, das war nicht, weiß ich, wie man, das war wirklich Menotti, der große argentinische Trainer. Da habe ich geweint, als der hier war. Der Menotti war hier während der Weltmeisterschaft in Deutschland mit dem Valdano und haben hier ihre Berichte geschrieben über die Fußballweltmeisterschaft, haben es hier angeguckt, haben hier gegessen, ja, und waren hier zu Hause. Das war unglaublich. Ja. Er sitzt immer noch jeden Tag hinter seinem Lokal im Hofgarten und schält Kartoffeln. Millionenfach hat er das gemacht in seinem Leben. Charles Schumann kommt aus der Oberpfalz, Sohn eines Kleinbauern, bodenständig, begabt. Bei mir war es ganz klar, den Schulergebnissen nach, der wird Pfarrer. Irgendwann beginnen die Jesuiten dann aber doch an seiner Berufung zu zweifeln. Nach der mittleren Reife muss er die Klosterschule verlassen. Er geht zum Bundesgrenzschutz, 6 Jahre. Dann lockt die weite Welt. Frankreich. Da wird aus dem feschen Karl Georg der schöne Charles. Er arbeitet in einer Disco und in einem Striplokal. In Italien versucht er sich als Koch und träumt von der großen Karriere. Pressesprecher im Auswärtigen Amt oder Botschafter in Frankreich. Das wär's. Nach 2 oder 3 Jahren habe ich Abitur nachgemacht und dann habe ich mich beim Auswärtigen Amt beworben. Die haben mich aber nicht mehr genommen. Und dann ist also so die Welt ein bisschen zusammengestürzt. Also dann doch Barkeeper. Aber einer mit Hochschulstudium. Und eigener Bar. Und eine Ausbildung bei den Jesuiten. Kein Priester und doch Vorsteher einer anderen Bruderschaft. Der Bruderschaft der Nacht. Seine Leute arbeiten jahrzehntelang bei ihm. Loyalität, Elite, Geheimnis, Macht, reger Verstand und gute Arbeit. Wie gut eigentlich? Ah, ich kann es immer noch nicht so gut. Ja doch, ich kann es schon. Nein, ich wusste halt, was klassische Drinks waren, das wusste ich. Ich bin, glaube ich, nach wie vor auch ein spontaner und kreativer Mensch. Denn ich habe immer lieber aus dem Bauch rausgearbeitet. Und das, glaube ich, wäre heute nicht mehr möglich.
Zweimal in der Woche geht er noch zum Boxen. Diesen Sport liebt er so sehr, dass er seinen Sohn nach dem berühmten Boxer Marvin the Marvelous Hagler benannt hat. Im Ring kann man sich nicht selbst bescheißen, findet er. Eine Sache gibt es, die würde er gerne besser können. Klavier spielen. Bach so gut spielen, wie es dieser große Komponist verdient. Ja, den liebe ich. Ja. Auch habe ich mal, als ich noch ein bisschen mehr Klassik gemacht habe, Schumann natürlich sehr geliebt. Aber auch im anderen Leben nicht und in diesem Leben sowieso nicht mehr, weil es immer so ist, alles, was man immer glaubt, was man macht, wenn man mal wirklich Zeit hat, das macht man sowieso nicht. Entweder macht man es gleich oder man macht es nie. Gescheit, grantig und charismatisch. Ein cooler Hund.